I think the first half we controlled possession quite well and had a game plan that nullified the normal build up from Bayern. And I think in the second half, with the changes, with Vero coming out and Dima coming in, that Bayern looked much more dangerous. And as we were leading 1-0, that we naturally become a little bit deeper as the minutes progress and gives more space. And then, yeah, it was clear, two or three very clear chances for Bayern. So you could say lucky win, but it's a very important win for us in a very important week. So we're very happy. Okay. Tom, kannst du dich da anschließen? Zunächst durchaus verdiente Führung für Frankfurt, dann vielleicht etwas glücklich über die Zeit gebracht. Also erstmal Glückwunsch, Pat, an dich und dein Team. Ja, ich denke, dass die erste Halbzeit Frankfurt dominiert hat, kontrolliert hat. Ich denke, dass sie im Ballbesitz gut waren, aber auch ohne Ball gut organisiert und uns das Leben schwer gemacht haben und natürlich auch in der Offensive ein paar gute Situationen hatten, wo sie torgefährlich waren. Da haben wir leider in der ersten Halbzeit nicht viel aufzuweisen gehabt. Ich denke auch, dass 1-0 insgesamt dann auch gerecht war, dass sie in 1-0 in Führung gingen. Wir haben leider nicht so mutig nach vorne gespielt, wie wir uns das vorgenommen hatten. Das eine oder andere Mal etwas nachlässiger auch gewesen in der Defensive, aber insgesamt, glaube ich, habe ich erst selbst erkennen können, dass es eine starke Mannschaft ist. Das wissen wir. Ja, wir haben gegen amtierenden Champions League-Sieger gespielt. Ja, wir spielen gegen Champions League-Halbfinalisten dieses Jahr wieder und muss sagen, dass schon eine gewisse Reife zu erkennen war im Vergleich zu uns. Wir haben noch leider nicht so viel aufzuweisen in unserer Erfolgsgeschichte. In den letzten Jahren, da ist Frankfurt uns deutlich überlegen, das habe ich immer wieder betont. Und man hat es erkennen können, dass hier eine sehr erfahrene, gestandene Mannschaft auf dem Platz ist, die, glaube ich, viel erlebt hat. Und das war, glaube ich, ein Unterschied, vor allem in der ersten Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit, denke ich, haben wir ein bisschen umgestellt, wir haben das System umgestellt, dann hinten raus noch ein bisschen, haben mehr Räume gefunden, um Fußball zu spielen, sodass sie dann nicht mehr so gut Zugriff hatten, haben, denke ich, dann auch mit viel Energie Fußball gespielt, Richtung gegnerisches Tor, haben einige Situationen kreieren können, mal mit etwas Glück, mit Druck, mal mit fußballischer Qualität und hatten allerdings heute leider nicht auch das Quäntchen, um dann vielleicht auch diesen verdienten Ausgleich zu schaffen. Ich denke, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, aufgrund der unterschiedlichen Halbzeiten. Erste Halbzeit Frankfurt am Drücker, zweite Halbzeit, denke ich, waren wir am Drücker. Hatten zwei Latten, einen Lattenkopfball, einen Lattenflanke sozusagen, hatten ein Abseitstor. Ich habe es nicht gesehen, ob es abseits war, aber wohl war es abseits, denke ich mal, durchaus vorstellbar. Nochmal eine Situation am 16er, die entweder elfmeterreif war oder freistoßreif, eine gefährliche Situation. Und da muss ich der Mannschaft irgendwann ein Kompliment machen, dass wir, obwohl wir 1-0 hinten waren und gegen einen wirklich guten Gegner heute gespielt haben, hinten raus mit viel Energie und auch mit viel Mut Richtung gegnerisches Tor agiert haben. Und wir haben alles versucht und mussten einfach heute feststellen, dass wir nach 40 Spielen ohne Niederlage nicht davor gefeit sind, aber zu verlieren. Vor allem nicht gegen so einen starken Gegner, das muss man einfach anerkennen. Und haben dann heute leider nicht das verdiente Unentschieden bekommen. Der Serie als solcher traust du jetzt aber nicht hinterher, wenn ich richtig verstehe, oder? Also nicht als Selbstzweck sozusagen. Genau, die Serie an sich, das war ja nicht unser Ding, sondern die Serie hat einfach nur gezeigt, wie konstant die Mannschaft über einen langen Zeitraum agiert hat. Und das immer aber auch, das habe ich immer wieder betont, obwohl wir genau wissen, dass diese Liga so stark besetzt ist, die Konkurrenten so stark sind und wir haben manchmal davon profitiert, dass wir es einfach selber sehr gut gemacht haben oder auch mal glücklich waren oder dass der Gegner vielleicht auch mal die Kontrahenten auch mal ein bisschen geschwächelt haben. Aber insgesamt ist das ja eine absolut unrealistische Serie, die wir hingelegt haben in der stärksten Liga Europas, glaube ich. Und also muss man gut davor ziehen vor den Mädels auch. Aber jetzt haben wir verloren und jetzt geht es aber nächste Woche wieder darum, eine neue Serie zu starten. Punkt. In Sand bezeichnet man das. Interessanterweise. Aber auch das kriegen wir hin, hoffe ich. Fragen an die beiden Trainer? Question to Matt. Happy to have won the game, but a certain blow that Marushan had to go out in the second half. Do you already know more about it? I don't know anymore. I think Jenny and Kirsten will need a MRT, possibly tomorrow. Of course, yeah. We have to take care with Jenny. We have Wednesday and again Sunday against Wolfsburg. So Jenny hat einen Schlag auf die Wade bekommen und die Kerstin ist umgeknickt und vorsichtshalber wird ein MRT gemacht. Aber wir haben jetzt die Hoffnung, dass es nicht ganz so schlimm ist. Hopefully it's not too bad.
Weitere Fragen? Okay, then that's what we had. Just mentioned the two games Wednesday against Freiburg and then the two games against Wolfsburg in the Champions League. Do you think the game on Wednesday will be easier than the challenge day? No, I think Freiburg is. They've shown this season their quality. They have individual players that are very dangerous, but also I think with the new trainer and the way they play is. It's dangerous for us, especially in the middle of an English week. That I think it was important we, of course, focus on today, but also realise that in 3 days we have another game that's also equally as important. So we give our full attention now to Freiburg, and then we look forward to getting to Wolfsburg. So, yeah. Gut, und wir haben den Kontakt in Sand. Das kann aber durchaus auch nochmal motivieren sein, glaube ich, oder? Dass man da gerade noch eine Rechnung offen hat. In der Provinz sozusagen? Wir spielen Tabellenvierten, die eine schwache Saison spielen, uns letzte Woche oder zwei Wochen gezwungen haben, da jetzt eine Rechnung zu begleichen, und zwar sportlich. Ich bin persönlich hoch motiviert, das Spiel anzugehen, freue mich drauf. Und ja, wir wollen da gewinnen, und wird aber schwierig, haben wir schon erlebt, wie es dort ist. Aber nee, wir müssen die Niederlage heute hinnehmen, und nächste Woche geht es weiter. Und so wie der Sport ist, wir waren halt leider sehr verwöhnt zuletzt, und irgendwann haben wir wieder mal diese Niederlage gebraucht, und die haben wir halt kassiert, und ab nächster Woche versuchen wir wieder einen Punkt zu kämpfen und das Spiel zu nehmen. Vielen Dank, gute Heimfahrt. Danke.